Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Graveyard Keeper, frisch nach dem Urlaub mit neuem Tatendrang hier ans Werk. Habe ich bedauerlicherweise ehrlich gesagt schon vergessen, was genau wir jetzt eigentlich machen wollten, aber ich komme da schon wieder rein. Das wird jetzt nicht so das Problem werden. Erstmal muss ich sowieso Inventar. Was haben wir denn? Was schleppt man denn mit uns herum? Holzstöckchen auf jeden Fall. Ich weiß es. So, das allererste, was ich machen will. Hier nochmal zu den Feldern zu gehen. Ich weiß jetzt nämlich, was ich blöderweise nicht in Erfahrung gebracht habe, weil ich einfach nur doof bin. Und was wir dann jetzt hier halt im Rahmen dieser Aufnahmesession gemeinsam versuchen werden herauszufinden ist, was genau es eigentlich mit diesem Kompost auf sich hat. Vielleicht kann ich da auch irgendwelche Leichenteile draufschmeißen. Das sollte ich vielleicht mal probieren, wenn es nicht die Blumen sind, weil das wäre genau in dem Sinne makaber, dass es total zu dem Spiel passen würde. So, ich weiß jetzt aber, warum ich die Möhrchen hier nicht einpflanzen konnte. Denn es ist tatsächlich nicht so, dass ein Beet mit Stäben prinzipiell einfach besser ist als ein normales leeres Beet, sondern es ist tatsächlich so, dass auf diesen zwei verschiedenen Beeten tatsächlich verschiedene Gemüsesorten und sowas wächst und von daher braucht man letztendlich halt dann doch beides. Dann machen wir doch hier die Karotten. So, mach ich erstmal so. Die kann ich ja jederzeit dann nochmal, weil ich kann ja hier durch die Beete nicht durchgehen, ne? Das heißt, wenn ich diese Beete mit Stäben jetzt hier komplett setzen würde, dann käme ich an die mittlere nicht mehr ran. Deswegen lasse ich hier auch immer so ein bisschen was frei. So, dann produzieren wir heute erstmal unsere Beete und gucken, wie das dann mit unserer Energie noch aussieht. Es gibt nämlich tatsächlich noch so ein paar Sachen, die ich unbedingt mal wieder erledigen wollen würde. Es gibt nämlich noch ein paar NPCs, die wir nicht getroffen haben. So viel weiß ich inzwischen auch. Das heißt, wir sollten uns im Dorf noch mal ein bisschen umsehen. Und dann haben wir noch jede Menge andere Sachen zu tun. Und dieses Spiel ist einfach so dermaßen hammergeil. Okay, über die können wir rüberlaufen hier. So. Karottensamen. So, okay, muss ich die jetzt noch irgendwie... Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die eventuell... Gucken wir nochmal drei Eimer mit sauberem Wasser hier. Dass wir die zwischendurch gießen müssen. So, die Eimer lasse ich mal hier. Und die Holzstöckchen auch erstmal. Unsere Werkzeuge will ich gleich nochmal reparieren. Ja, aber erstmal hier noch so ein bisschen Pilze und sowas sammeln, wenn wir gerade hier sind. So, ja, heute noch losmarschieren lohnt sich nicht. Hacken. Ich glaube, es hackt. Deswegen machen wir einfach schon ein bisschen Feldarbeit. Pflücken noch ein paar Blümchen. Oh, und finden einen Schmetterling. Sehr schön. Das erinnert mich daran, dass wir die Motten noch sammeln müssen. Auf diese drei einsamen Bäumchen hier. Die beseitigen wir mal. Was wir natürlich auch wieder mal machen müssen, ist Eisen sammeln, ne? Wir haben ja keins mehr. Da müssen wir auch mal weitermachen. Und dann würde ich ganz gerne
noch mal gucken, dass wir jetzt, wo wir unseren Hof ausgearbeitet haben, ausgebaut haben, dass wir, wo wir da mehr Platz haben, dass wir unsere Geräte mal ein bisschen anders hinstellen, dass das nicht alles so gequetscht ist. Ja, okay, das wird die Hölle. Mit zwei Dingern wird das die Hölle. Ich nehme erstmal nur einen mit und schieb den hier rüber. So, dann hole ich den anderen nochmal. Dann können wir auch schon ins Bett gehen. Und am morgigen Tage dann einfach mal gucken, wie es um unsere Möhrchen bestellt ist. Wenn wir mal wieder ein paar Leichen holen. Achso, was wir nochmal schnell gucken dann gleich ist, ob wir Leichenteile auf den Kompost schmeißen können. Ach, wir haben ja auch noch Holz hier. Das ist ja... Sag das doch! Dann hätte ich mir doch nicht die Mühe gemacht, das alles anzuschleppen hier. Das Blümchen nehme ich noch mit. So, dann wollte ich ja auch mal gucken, wegen den, Lehmdingern für den Bischof, ne? Einfach mal unter Technologien, das müssen wir ja wahrscheinlich irgendwie erst lernen, ne? Das ist ja bestimmt unter Bauen und Handwerk. So, ja, hier. Drehscheibe, Keramikschüsseln, Politurpaste. Politurpaste. Hier verschalte ich das mal frei. Wo kam denn das her? So dieses ohne blaue Punkte. Ich muss nochmal durchgucken. Doppelpritsche und Vorbereitungsplatz 2, um unsere Leichenhalle auszubauen. Das ist natürlich auch geil. Und wird benötigt, um hier noch andere Sachen freizuschalten. Zum Beispiel den Perk Chirurg. Die Toten werden dich nicht verklagen, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Entfernen von wichtigen Teilen einen Fehler machst, ist geringer, was bedeutet, dass ich mehr Zeug aus den Leichen rausschneiden kann zur Weiterverarbeitung, ohne die Leichen dabei kaputt zu machen, um die dann zu begraben und damit unsere Friedhofswertung zu erhöhen, die übrigens Einfluss darauf hat, wie viel unsere Jünger spenden, ja? Also unsere Kirchenpunkte, der Zustand unserer Kirche bestimmt, wie viel Glauben wir durch den Gottesdienst kriegen und wie viel am Ende dann in der Kollekte gespendet wird. Das ist abhängig von der Bewertung unseres Friedhofes. Es ist also tatsächlich sinnvoll, beides zu steigern, wann immer man die Möglichkeit dazu hat. So. Geschäfte mit dem Glauben, Flugblätter herstellen. Gebet nach Reichtum. 10 bis 30 Kirchenpunkte für eine Vollgehaltszeremonie benötigt. Für diejenigen, die mit ehrlichem Handwerk ihren Lebensunterhalt verdienen, gibt dir kommerziellen Segen, der einen Verkäufer verbessern kann. Predigteinnahmen plus 25%, Predigtglaube plus 25%. Glaube 1 bis 3. 10 für eine erfolgreiche Zeremonie benötigt. Weißt du was? Das nehme ich einfach mal mit hier. Weil dann können wir nämlich hier den anderen Perk noch freischalten. Das heißt, Moment, Moment. Bevor ich das mache, sollte ich erstmal Papierherstellung. Blaupause, Kirchenarbeitstisch. Herstellen Schweinslederhaut und herstellen leeres Papier. Das nehmen wir auch nochmal mit, da sollten wir uns demnächst dann tatsächlich auch mal mit befassen. Und schreiben ist, auch nicht so eine blöde Idee, ne? Wir haben ja die Geschichten. Oh, jetzt müssen wir uns tatsächlich entscheiden hier, ja? Gut, aber ich habe ja gesagt, und da stehe ich auch zu, das allererste, was ich in sämtlichen dieser Technologiebäume freischalten werde, sind die Sachen, wo wir keine blauen Punkte für brauchen. Also hier jetzt zum Beispiel die Bienenzucht. Hier haben wir nichts weiter. So, Bauen und Handwerk. Lehm haben wir gemacht. Alles andere steht noch aus und die Rezepte, die müssen wir uns ja eh zusammensuchen.
Da fehlen uns noch 10 Rezepte. Die will ich auf jeden Fall auch noch suchen und irgendwann, dass wir irgendwann einfach alles zubereiten, alles bauen und alles machen können. Das ist mein Ziel. Wir müssen hier im Sumpf müssen wir auch noch ein bisschen auf Erforschung gehen, ne? So, ich wollte mir den nächsten Tag wollte ich mir erstmal das Dorf genauer ansehen, ne? So, Technologien, wir haben noch ein paar Punkte. Da will ich das Geschäft mit dem Glauben freischalten. Ich weiß noch nicht, wo wir das Gebiet nach Reichtum herstellen müssen, aber wir werden es schon finden. Und die Flugblätter, die brauchen wir für den Inquisitor. Das ist also auch eine ganz gute Idee. Werden an Tisch gefertigt. Einen Tisch haben wir unten schon. Einen Tisch haben wir unten im Labor schon stehen. So, jetzt kann ich mir Anatomie 2 natürlich nicht mehr leisten, aber schreiben können wir lernen. Und Weinlese. Damit wir dann hier in Richtung Weinerzeugnis gehen können, damit wir mit Murray auch mal weiterkommen. Ne, Gary hieß er, ne? Das nehme ich auch. Dann wird das dann jetzt mal eine Aufnahmesession, in der wir uns vor allem so ein bisschen mit dem Gartenbau beschäftigen und unsere Gartengeschichten hier mal in Gang bringen. Ich muss mal gucken, was wir für die Bienenzucht brauchen, aber prinzipiell, dass wir auf dem Garten dann Gemüse anpflanzen, dann unsere Obstbäume, unsere Obstplantage mal in Gang bringen. Und einen Weinberg gibt es ja auch, dass wir da einfach erstmal durchstarten. Ich gucke nochmal, ob wir noch irgendwas freischalten können. Ja. Ja. Holzfäller. 50 rote und 20 blaue. Das ist das nächste, was ich mache. Das ist definitiv das nächste, was ich mache. Ja, damit wir alle Bäume fällen können. So, hier. Okay. Ich wollte noch kurz die Leichenteile aus dem Labor holen. Warum renne ich dafür dann? Ah, ich bin so doof. Hier muss ich doch rein. Hi. Es bringt mir nichts, hier reinzugehen. Ja, dann komme ich nicht zum Labor. Gut, dann gehe ich schlafen. Ist mir egal. Dann probieren wir das mit dem Kompost später aus. Ich hoffe, das Zeug wächst auch so. Denn ich will den Tag ja nutzen, dass ich dann ins Dorf kann und einfach mal zusehen kann, dass ich die anderen NPCs mal treffe und vielleicht noch die eine oder andere Quest freischalte und alles, dass wir uns dann da mal drum kümmern können. Einfach allgemein mal vorankommen. So. Auf dem Weg gucke ich natürlich in meinem Garten vorbei, wie es hier läuft. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. So, und warum ich jetzt nicht die Abkürzung ins Dorf genommen habe, das kann ich euch auch nicht sagen. Vielleicht um zu gucken, ob wir unterwegs noch irgendwas einsammeln können hier. Ein paar Blümchen zum Beispiel. Oder den Superpilz. Oh, ich sollte mich jetzt hier nicht so vom Blümchen pflücken aufhalten lassen, ne? Wobei, es gibt uns ja Schmetterlinge, also von daher, es ist ja gar nicht so schlecht. Mich würde zwar mehr interessieren, wo ich Motten herkriege. Da oben waren Bären, die nehme ich auch nochmal mit. Ja, aber das finden wir schon alles noch raus. Gemeinsam sind wir stark. Das Bäumchen da, das kann ich eigentlich mal weghauen. Das kleine hier.
mal so ein paar Zweige mit und der wird auch weggegraben. So. Unsere Wege müssen sauber werden. Ist hier eigentlich was? Bin ich hier schon mal lang? Da ist das Grab, ja. Hi. Hallo. Die Mühle funktioniert nicht, tut mir leid. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Ich habe ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Okay, zeig mal her. Er verkauft Mehl. Wie leveln die eigentlich ab? Ja? Über die Zeit von sich aus oder wenn wir mit denen verhandeln? Oder? Gut, auf jeden Fall haben wir den Müller schon mal gefunden. Oder Müller. Der hat uns definitiv noch gefehlt. So, wir haben auch schon 5 Schmetterlinge. Ich weiß zwar gerade noch nicht, wofür wir die Schmetterlinge dann benutzen, aber es ist auf jeden Fall schon mal schön, dass wir sie haben. Jetzt hier einfach mal so ein bisschen rumlaufen und umsehen. Bei den anderen Gebäuden. Der Imker. Ah. Der Imker verkauft Bienen für 1 Silbertaler das Stück. Und ich zerklopp ihm hier einfach erstmal sein Ding. Weil ich es kann. Ein paar Blumen mit. Kann ich hier auch Bienen sammeln? Wahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich. Der Baum sieht besonders aus. Ich habe eine Biene gekriegt und ein bisschen Lebensenergie verloren. Na gut, Bienen finden das natürlich nicht so geil. Wenn man an ihre Sachen geht, ne? Hier kann ich aber nicht, ja? Nur diesen einen Baum da tatsächlich. Motten. Ah, warte mal. Warte mal. Hier ist ja auch noch jemand. Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Wir sind nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Sie glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. So, was verkaufst du denn so? Milchprodukte, natürlich. Butter, Käse, einmal mit Milch und Milchkuh. Es ist gut, sich so ein bisschen zu merken, wo man was herkriegt hier. So, 2 Motten haben wir schon. Ist das vielleicht, dass man Motten und Schmetterlinge auf die gleiche Art und Weise kriegt, aber, also durch das Pflücken der Blumen. Aber es ist halt davon abhängig, ob man das tags oder nachts macht. Da sind Blumen, da können wir es ausprobieren. Jetzt pflücken wir die ganze Nacht irgendwelche Blumen, damit wir dann den nächsten Tag nochmal mit den Leuten reden können. So, das waren nochmal 2 Motten. Und unser Inventar ist voll. Haben wir irgendwas, was wir entfernen könnten? Ein bisschen schade, wie ich die Blumen jetzt nicht mitnehmen kann, ne?
gelben Blumen kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Nur die weißen. Dann sollte ich vielleicht... Also rein theoretisch wäre es ja dann sinnvoll, nur noch die weißen zu sammeln. Aber ich will ja jetzt vor allem die Motten haben. Das ist es mir dann auch wert, die anderen Blumen liegen zu lassen. Ich kann ja Priorität auf die weißen setzen. Bis wir die auch voll haben zumindest. Na toll, es kommen keine Motten mehr. 2 Stück brauche ich doch nur noch, dann kann ich angeln. Yes!